Dann kannst du Würmeranzahl untersetzen. Spielst du zum ersten Mal oder was? Ja, Wormiat hat's gerade verschenkt. Der Andi hat doch auch Worms, Neuro. Andi hat auch Worms, ja. Ja, Andi kann auch mitspielen, wenn er mag. Ja, ist ja eine Runde spiele ich noch mit und dann. Also lade ich das Video hoch. Bestimmt, also Lo, du weißt, ich spiele unheimlich gerne Worms, aber nicht jetzt. Okay, werde ich mir nachher mal angucken, Andi, dank dir. Der Taco Truck, der hört nicht zu uns. Der Romy muss seine. Ihr habt verschiedene Wurmanzahl. Oder Zusatz hoch, ja, okay. Ja, alles gut. Ach, ihr habt 5 oder was? Nee, Lo hat schon geändert. Lo hat schon geändert. Ja, Lo hat 5 drin. Ja, jetzt habe ich 5. Ja, jetzt machen wir 4 rein. So. Also so, ich mache um 5. Ich finde es mit 4 ein bisschen übersichtlicher wie mit 8 oder so, keine Ahnung. Ja. Wie jetzt, 4 oder 5? Mir egal, sag was an. Mir egal. Ich kann ja nichts ändern. Wie kann ich das ändern? Einfach einklicken, Romir. Klick mal auf deinen Namen und dann kannst du dir. Ja, ist okay, ich hab 5 gemacht. Jo, ist alles gut, wir haben jetzt 5. Ich muss bloß noch Andi kommen und dann ist alles gut. Andi, komm, und Andi, komm. Ach, jetzt ist er automatisch alle auf 4 gegangen, okay? Weil wir 4 Mann sind. Jo, Gott, jetzt kann ich meinen Titel nicht ändern, Dein Titel von. Ja, scheiß Nightbot ist wieder rausgeflogen, hat kotzt mich so an. Ach, du streamst gerade, oder was? Ja, stream alle. Okay, ich hab aus. Oh mein Gott. Du hast ausgemacht. Weil wir haben gerade ja dieses Damned gespielt. Mhm. Und Nemo hat mich vorhin angestupst, ob ich im Multi-Twitch posten kann. Das sag ich, ich kann das auch selber, hat er dann auch gemacht, der liebe Nemo, ne? Mhm. Aber ich war gerade im Gespräch vertieft und. Ja, aber ich habe das im Stream gesagt, dass ob du das mal wieder machen könntest. Ach so, aber habe ich nicht gehört, sorry. Ja, ja, deswegen hat es bestimmt angestimmt. Runde beginnt. Ja, ich hatte da gerade den Laptop neu starten müssen und so weiter und so weiter. Vorhin war der Wurm drin mal wieder, also der Wurm. Was ist das jetzt? Ich muss suchen eine Welt aus. Ja, die Scheiße, kein Strand. Bauernhof ist lustig. Bauernhof ist gut, da springst du ins Wasser. Also lass ich das nicht so. Ah, ich sag nur Highlight-Video. Ich hab hier eine Kuh. Und einen Huhn. Ja. Okay, das ist normal, okay. Also ich werde nachher bestimmt viel Spaß haben, wenn ich mir die frühere Übertragung anschaue von dem heutigen Abend. Ich bin dran. Ja. Du bist dran, ja. Oder zumindest eine Höhe. Die ist übel stark und scheiß. Kevin hat einen Schrei rausgelassen. Ich hab mich bepisst vor Lachen. Ja. Kann ich den Chat hier irgendwie? Oh, no. Ja, ja, einmal ESC, dann kannst du oben den Schrei reinrücken. Spielst du zum ersten Mal warum? Also, das warum ja. Ist hier drin. Echt? Wow. Und jetzt, oh, du hallo, nette Erfüllung. Okay. Och Gott. Genau, wenn du dir ranzoomst mit der Maus rein, dann siehst du auch die Namen und die Leben von den einzelnen Würmern und so, Marco, wenn du das erste Mal spielst. Ich hab ordentlich gesessen jetzt, ja. Bei so. Sachen, die du ändern kannst, wie zum Beispiel, keine Ahnung. Also es gibt Sachen im Spiel, die kannst du dann umswitchen, zum Beispiel, du hast so ein Magnet und das Magnet im normalen Zustand ziehst metallische Gegenstände an. Wenn du Tab drückst, du zum Beispiel metallische Gegenstände abstoßt. Hallo, lass dich doch mal in Ruhe! Nee, das Streamer muss dran glauben. Das stimmt genauso. Ich sei froh, dass die gegen die gleichen, nicht gleich in Waffe befördert haben. Scheiße! Also wer kriegt hier die Granate? Ach, die liegt da oben. Das ist hier einer. Übrigens, die Map, die mag ich unheimlich, weil die Gegenstände, die da in der Erde drin stecken, sich auch bewegen können. Das heißt, wenn du die freisprengst, dann können die auch auf die drauffallen, runterkullern, keine Ahnung. Das Hufeisen zum Beispiel ist eine übelste, wenn das runterkommt. Okay. Gesundheit. Scheiße, dein Name stört. Das ist natürlich schlecht jetzt, ne? Passt. So ist die Gaswolke. Scheiße! Ach, das geht ja noch. Ja, aber okay. Hast du das jetzt neu geholt oder wie? Ich hab's von Romy hat geschenkt, Moment. Achso. Oh. Mhm.
Ich muss mal sagen, also wenn du. Ja, hab ich ja schon gesagt, schönen Dank, Romert. Na, ich sag jetzt auch mal Dankeschön, damit der Marco mitspringen. Ich muss aber mal sagen, wenn man das im Stream sieht und wenn man es denn so selber spielt, ist es ja nochmal himmelweiter Unterschied von der Grafik. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Komm, sieht gut aus, ne? Dieser 3D-Effekt, der kommt überhaupt im Stream nicht so richtig rüber, finde ich. Ja, ja, das ist aber eigentlich komisch, dass du es so auf dem Gell, weil das ändert ja eigentlich nichts an deinem Monitor oder am Stream, keine Ahnung. Aber das sieht so richtig hammermäßig aus. Ja, sieht gut aus. Das könnte der. Ich finde es halt auch cool, dass der Hintergrund so geil animiert ist und so. Also es gibt ja Maps, da bewegen sich die Fische oder die Möwen oder so. Oder. So, mein Bronto ist dran. Wäre und, grün? Ich meine, manche Sachen sind ja künstlich hergestellt, wie diese Sachen. Grün war Andi. Die vorne durchfliegen, ja. wie die seit eben von der Pusteblume, die, keine Ahnung, wie die so heißt. Bam, das war's. Das ist auch ja runtergefallen. Oh, oh nein! Boah, du Penner! Auch keiner von mir. Sehr gut, sehr, sehr gut. Das ist gut gewesen da unten. Nein, das ist scheiße. Und, Marco, immer ja? schön auf Minen achten. Also die Minen, die da platziert sind, solltest du auch immer schön beachten. Ich komm nicht da raus. Ich hab was Gutes gemacht. Wie kann man nochmal springen? Das war gut, aber richtig gut. Wie kann man nochmal springen? Mit linker Shift-Taste. Linke, genau. Ich muss erstmal gucken. Und Doppelshift ist quasi Doppelsprung oder halt so ein Salto quasi. das sieht komisch aus. Der geil, kommt hier nicht raus, ich häng echt fest. Ja, ab und zu backen die mal ein bisschen, also. So wie, cool. Wie, backen doch nicht. So wie ich im letzten Stream, wo ich in diesem Schacht hängen geblieben bin. Beim Fallschirm gesprungen, ne? Was hast denn du da jetzt hingestellt? Du hast da irgendwas hingestellt, oder? Nee, aber in den Grabstein. Oh, das ist ein Jack. Das ist mir scheißegal. Lass mich oben. Ja, ja, los. Meinst du nicht? Doch, das schaffst du noch, das wird noch. Fuck. Du wärst der einzigste da unten drin. Egal, scheiß drauf. Schön meinen T-Rex in Ruhe lassen. Billy steht besser da drüben. Kleiner Tipp fürs nächste Mal, weil ich jetzt erst sehe, dass du da festgehängt bist, Romian. Einfach diesen Wurm wechseln und sagen, okay, du spielst mit einem anderen Wurm. Ja. Wie ging es dann nochmal? Ach so, kann ich auswählen. Und dann, wenn du das hast, mit tappen dann die Würmer durchtappen quasi. Wie, ich krieg was vom Rückstoß ab. Mhm. Wie gesagt, du hast auch eine Physik, das heißt, wenn diese Dinger da. Ja, 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 ja. Sehr gut. Runterstürzen oder wie auch immer oder so. Sag mal rum jetzt. Und vor allen Dingen Bände, das ist noch voll. Nee, nicht ganz. Ich finde nicht. Der ist halt Pro-Spieler. Worms kommt auf jeden Fall nicht so gut an, nur noch 4 Zuschauer. Sonst hat man 14. Ist etwas Neues, ja. Ja. Perfekt. Wow. Andi macht nur Luftangriffe. Hör auf mich selber. Ja. Perfekt. Sehr gut, sehr gut, Andi. Weiter so. Weißt du, ja, der Andi liebt seine Luftangriffe. Ja. Was mache ich denn jetzt? Du kannst den Wurm auch wechseln, wie gesagt. Ich sehe es zwar gerade nicht, weil ich ja hinterher bin, aber du kannst mit. Hier gibt es irgend so einen Punkt, da kannst du den Wurm ausfallen. So ein Recycling-Symbol sieht aus, wie so zwei Pfeile zum Beispiel. So stark. Wenn du das aktivierst, einfach nur so unendlich stark. Sorry, dass ich schon unterbrechen muss, aber das ist echt geil. Übrigens, der Wurm heißt okay. Da hängt, da kommt die wieder raus. Ja, das ist der T-Rex, Dilo. Da hat der Andi aber schlechte Erfahrungen damit gemacht mit den Dilos. Das ist mein Team A. Ja. mir ist auf die Schnelle nichts eingefallen, also habe ich es einfach Team A genannt. Seine Wurmspülung, was jeder macht. Okay. Keine das könnte cute aussehen. Wer ist dran? Gerade gelb. Aber doch, der kommt da unten wieder raus. War nicht so gut. Okay, der hätte weiter nach oben schießen müssen. Ja. Gonzo ist dran. Ich stehe auch richtig schön beschissen hier, ne?
Vergiss es, lass Brando in Ruhe. Und vor allem, wenn du solche Spielzüge gemacht hast, wie jetzt gerade Romy, jetzt danach auch wieder zurückkrabbeln ein Stück. Also ein Stück weit kannst du immer noch nach dem Zug, genauso wie der Romy jetzt gerade, wieder in die zurückkrabbeln, damit du nicht so genau vorne an der Kante bist. Bergi, ich bin kacknug. Nee, alles gut. Scheiße, er rutscht nicht runter. Ich bin für Tipps gern zu haben, aber wie gesagt, ich bin kacknug. Das ist meine allererste Runde. Ich denke mal, dafür schlage ich mich noch ganz gut. Ja, noch hält sich ganz gut. Du hast da zwei ganz rechts, was alles schön assoziiert ist. Ah ja, das ist... Warte mal, der Andi macht das gleich, der regelt das. Kevin hat Ackerwurms, ne? Nee. Sollte mal, also wenn das alle hätten, könnten wir echt mal so einen Liga-Abend machen, wer quasi nachher übrig. Ah, scheiße. Wer der Wurm-Champion. Ach, sobald du selber Schaden nimmst, ist die Runde vorbei. Jo. Ja. Wenn du irgendwo runterspringst und der Abgrund war zu tief und du hast dann ein oder zwei Leben Schaden, also nicht Leben, sondern Punkte abgezogen bekommen, bist du nicht mehr dran, dann ist die Runde vorbei. Genau. Aber es ist halt echt krass, wenn du AP anschaut, mit seinem Mini, die hier drauf da. Okay, das weißt du. Da kann er nur lachen, weißt du? Da kann er lachen. Komm rum, Jan, schmeiß einfach eine Handgranate runter. Schmeiß einfach eine Granate runter. So, also. Nee, erstmal drauf auf den Streamer. Ja, ich merke schon. Okay, jetzt lache ich auch. Scheiß Verzögerung, ey. Was machst du denn? Was hast du denn da? Maulwurf anschauen. Richtig schön dämlich. Jetzt muss ich da oben sein, dann kann ich eine Handgranate runterschmeißen. Was hat er denn in der Hand? Wirst gleich sehen. Wie kann man Würmer wechseln? Tab, glaube ich. Wie gesagt, du gehst ins Menü, da hast du irgendwo so einen Punkt, wo du zwei weiße Pfeile hast. Die drehen sich so ineinander. Dann musst du aktivieren und dann kannst du mit Tab den Wurm durchwählen. Und dann kommst du aber nochmal dran. Das zwei ist Pfeile? Ja, so zwei weiße mit dem Pfeile. Eis? Ich sehe es ja nicht. Hallo, scheiß Verzögerung. Nein, nicht mit dem Eis. Wurmauswahl, okay. Wurmauswahl, ja genau. Es sind noch zwei Pfeile. So, jetzt drückst du einmal auf End, auf Space und dann kannst du mit Tab die Würmer durchswitchen quasi. Was ein Assi. Scheiße, ich hab nicht noch die Zeit. Genau daneben, genau, du hast sie gefunden. Okay. Mit dem Eis. Das funktioniert nicht. Doch, du hast grad ein Star, was? Tab-Law genommen, glaube ich, oder? Ne, ich bin immer noch da, Jürgen. Scheiße, ich muss was machen. Ich bin halt nicht die SED halt. Du musst einmal mit Space, also mit Leertaste aktivieren und dann kannst du durch. Warum ging's jetzt nicht? Weil du eine Granatwerfer oder irgendwas in der Hand hattest, kein Raketenabschussding. Du hast doch. Das doch gehabt, sehe ich gerade. Du hättest nur noch Tab drücken müssen. Wenn über deinen Wurm die beiden Pfeile zu sehen sind, dann hast du schon aktiviert. Achso, dann muss ich mit Tab durchdrücken. Ja, genau. Achso, okay. Aber die blöde Delay halt. Du kommst doch da raus. Du wirst dort noch saufen, jämmerlich. Dann staubst du noch. Nee, der kommt ja schon raus eigentlich. Hä? Wollt ihr auf einen dritten Spieler? Ja, hab ich gerade auch. Ja, das ist Andi bestimmt abgekackt. Nee, doch. Nee, geht weiter. Ja, manchmal ist ein bisschen lazy. So. Andi, doppelt. Ein bisschen Abstand und dann. Er ist lange oben. Okay. Kann das nicht in Echtzeit sein, dass. Oder am besten noch ein Fuhrhaus, so. Das ist kein. Jetzt ist wieder da unten. Jetzt. Ja, Gott sei Dank, das war so dumm. Wir haben einfach in eine andere Richtung gekickt. Oh Gott, das finde ich jetzt aber nicht lustig. Doch, weil jetzt hat er noch 5. Und jetzt wird er gleich sterben. Und nächste Runde kriegt er 5 Shots. Und dann war's das. Andi, warum ja, diese toll. Was? Ja, kannst einfach abdrücken und ich bin tot. Also Andi, nächstes Mal musst du über den Wurm rüberhüpfen und von hinten quasi kommen. Guck mal, er fleht den an. Ja,
Ja, richtig auch hart in die Sascheugen gekriegt. Perfekt. Ihr seid der Knüller, ey. Ja, zack, auch weg. Alle werden explodieren. Nee, Romy, wo ich das vorhin mitbekommen habe, warst du vorhin der Knüller. Du hast das richtig belebt, das Stimme habe ich irgendwie mitbekommen, irgendwie vorhin, ne? Ja, ein bisschen Action halt reinbringen. Ja, warum? Ja, das haben sie gefeiert, das haben sie richtig gefeiert. Hat ja gut, Regima hat geschrieben, er bekommt Kopfweh, das hat er dann mitbekommen, irgendwie. Nee, das ich fand's positiv cool. Gemeint. Was nehme ich denn? Aber stell ich mir einen Dino auch richtig krass vor mit seiner tiefen Stimme und so, mit seinem, wenn er ab und zu mal ausraged oder so, das. Geilste war, allergeilste war Kevin, das eine Quieken. Ja, ich guck's mir an. Warum hat er denn gequiekt, das Mädchen? Weil er so ein Gesicht gesehen hat. Wie kann ich die Richtung wechseln vom Pfeil? Tab. Loro, beende mal den Stream immer, ich möchte die Übertragung anschauen. Es wurde lang beendet, kannst lang anschauen, glaube ich. Echt? Ja, aber ich gucke jetzt auch dazu. Ich bin eh durch, ey. Lass mich Waldorf sein jetzt. Ich muss das jetzt unbedingt hinkriegen, dass ich Waldorf bin. Okay. Du kannst das wechseln, Loco. Muss ich doch gar nicht. Okay. Du musst damit falscher, musst runterfliegen. Jo. Nee, da will nur eine Granate reinschmeißen ins Loch, der Schwein. Schafft er eh nicht. Pass auf, das macht er. Er macht Luftangriff. Nee, macht er nicht. Alter! Sag ich doch! So eine wow. Scheiße, Alter. Der hat in ihr Klick jetzt. Ich hätte eine andere nehmen sollen. Dann. Auch geil, auch richtig. Ganz ehrlich, die hocken da unten so krass dran. Genauso wie es gerade Dings gemacht hat, mal, das war's. Pack doch mal den Basie aus, genau. Und bam weg. Das sieht so geil aus. So an diesem so geil. Romy, wie unterschiedliche Lachen du eigentlich hast. Du hast einmal deinen Hund hier, den wo ich schon ein paar Mal sagte, der wo so heiß lachen tut. Dann hast du deine Ernie-Lache. Die also, hast du eben schon zweimal. Das Spiel gefällt mir. Ich bin in der ersten Runde nicht letzter geworden. Ja, Wurms kotzen. Also Wurms geht eigentlich immer. So. Machen einfach platt. Was ist denn das? Was ist denn? Ey, sag mal du Schwein, das geht mir runter. Scheiße, der rutscht nicht weiter, der rutscht nicht weiter. Scheiße, der rutscht echt nicht weiter. Doch, der kommt noch vertroffen von oben. Scheiße, der rutscht nicht weiter. Hoffentlich habe ich noch eins. Ja, ich habe noch eins. Sehr gut. Das ist halt gut. Es geht nicht durch Hufeisen. Ach man. Ich hasse Wurm. Du stehst aber gut, Venom. Du stehst richtig fucking gut. Hätte ich jetzt aber auch nicht jemals mit dem Ruf, also so. Nee, das will ich nicht, das ist schon mal assi. Ich weiß halt nicht, was ist hier. Ja, aber das kriegst du mit der Zeit rum. Jetzt hat er mich. Fuck. Ja, perfekt. Doch, wenn er nicht, sehr gut. Das erste Mal Wurms ist es, ne? Macht das für schlecht. Aber so war meine Freundin auch, weißt du, die Drecksorte, keine Ahnung vom Wurms. Ich spiel mit der und dann macht die mich platt, ey. Die hat mich voll platt gemacht.
So, ich hab's gerade nicht gesagt. Na doch. Jetzt soll ich doch mal dabei sein von dir. Zu nachher muten, no, no. Ja, piep sich raus, kein Thema. Ach Quatsch. Ich weiß ja, wie das gemeint ist. Nee, manchmal ist es warm, es einfach auch so dick oder so. Wenn der andere nicht, wenn der andere ins Wasser hüpft oder so, freiwillig so. Das war geil auf jeden Fall. Nee, das schläft auf jeden Fall nicht. Ich habe auch schon mal eine Bananenbombe losgeworfen, die ging halt voll nach hinten los. Am Felsen hängen geblieben, dabei war da gar nicht mehr zu sehen, ist durch den Wind quasi voll auf mich zurück. Und ich habe quasi drei von meinen Würmern auf einmal aus dem Spiel rausgekickt. Das war also den höchsten Schaden, den ich mit einem Move quasi gemacht habe. Er hat jetzt gerade eine Lebensliste geholt, wer ist gerade dran? Ach, der Loro ist dran. Okay. Also das schaffe ich nicht, das überlebe ich nicht. Hoffentlich reiche ich in den Tod. Vor allem die Lache. Bitte, 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 bitte. Scheiße, nicht gereicht. Ja, guckt, warum so blöd. Weil oh, der hat total die krasse Position, ja? Mhm. Gucken wir mal, was wir auf Lager haben, wa? Ja, guck mal, ich hab lange mal ein paar coole Sachen eingesammelt jetzt. Ja, ja, ist okay. Warte mal. Ich weiß ja nicht mal, was hier was ist. Ich muss erstmal alles lesen. Wir haben ja 60 Sekunden eingestellt. Was macht denn ein Ufo? Ufo belebt Leute bitte. Aber nur Leute, wo es rankommt, ne? Ja, wenn ich das wüsste, wo hier mal noch mal ein Toter bei mir ist. Ja, da hier ist ein Toter. Ach, lass hier mal. Unten bei Gonzo. Normalerweise siehst du das daran, wenn du einen Grabstein gewählt hast, den die anderen halt nicht haben, dann erkennst du anhand vom Grabstein, welches dein Grab ist. Oh, aber manchmal geht das auch gar nicht. Du kannst ihn noch so aufklicken, du kriegst den Boden nicht wiederbelebt. Ja. Es ist Zufall. Übrigens, Andi, wenn du nächstes Mal im Wasser drin bist, es gibt da diesen Abfluss, ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, so ein Abfluss-Symbol. Wie so ein Stöpsel in der Badewanne oder im Spülbecken. Da wird das Wasser abgezogen quasi. Okay. Kann ich das bloß probieren, ob es klappt? Hast du gerade gay gesagt? Okay. 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 Hab ich alles nicht nach. Scheiße. Du hast doch Kohle eingesammelt, oder nicht? No. Sei doch ruhig, jetzt hörst du nur 10 Minuten. Du hörst jetzt auf. Hallo, wenn es ist mein Chef, also ich muss mir Tipps geben. 10 Münzen sind zu wenig für Kuh. Kennst du nicht Alan und Finn? Also ich bin Alan oder Elton oder suchst du raus? Ich bin. Kenn nur Duck und Carrie. Duck und Carrie, Arthur. Hallo, Romy, du sagst das genau. Das Lied war zu reden, von der Hammer, hey. Dass ich das nicht verkauft habe bei iTunes, das verstehe ich bis heute noch nicht, hey. Duck und Carrie. Ich hab so lachen müssen, die Tage kam irgendwie Diskussion, dass ein Elton-Rab ersetzen wird. Ich hab mich weiter kaputt gelacht. Oh Gott. Weil das packt hey, mein ja, bitte. Also, du musst bloß noch treffen, ne? Versuch wert, aber die hätte Steiler ja. Erst, aber wäre ich nicht höher gekommen. Ja, ja.
Kikiriki. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Alter. Blub. Was ist denn das für ein Ding? Hab ich eingesammelt, Betonesel. Ist klar. Du bist doch so ein Betonesel. Dann darfst du um die Ecke schön wegmachen. Ah, oh, sehr geil. Reicht aber noch nicht ganz. Ja, die Sachen wie Betonesel und die alte Oma und so, haben sie ja aus den alten Worms übernommen. Weil das macht schon immer der Running Gag. So. Die heilige, oder die heilige Granate. Oh, keine Ahnung, ich weiß doch nicht. Halleluja, Halleluja. Ja. Ich kenne mich total nicht aus. Ich dachte, ich kann mich irgendwie hoch teleportieren zu dir und dich runterspritzen, aber irgendwie. Naja. Nee, du kannst teleportieren, kannst du, aber dann kannst du halt runterspritzen. Kannst halt bloß teleportieren. Ey, egal. Ein Razor ausgelöscht, ein Romeo ausgelöscht. Wir hatten eigentlich vorhin die meiste Zeit gewonnen bei Damned. Oder der Damned, oder wie heißt das? Ach, das ist nicht allen nichts genommen, also wir haben alle gut abgeschnitten da. Das war einfach. Jeder zu seinen Favoriten, was Geist angeht, irgendwie. Ja. Reicht's? Okay. Nee, reicht nicht, ne? Ich hatte nur irgendwann mitbekommen, der Marco voll am Umfluchen gewesen, weil seine Tussi so langsam war und, ja, ja. Und das ist krass, ja, der Tussi. Am geilsten ist der Typ hier, der mit den Krallen halt, ja. Also der die Leute dann immer noch ein Stück verfolgen kann. Ja, und das hat Kevin empfohlen, das Spiel, oder? Mhm. Phantom, genau. Kevin, das hattest du empfohlen, das Spiel, oder? Empfohlen, ja. Ja, aus von Kevin. Weil genau. Gesehen habe ich das noch bei keinem anderen. Bei gar keinem anderen. Wird sogar mit Stream beworben, so. Das Spiel. Mit Stream? Das ist wohl jetzt kein guter Tausch. Warum kann ich den nicht bewegen? Achso, doch. Scheiße. Oh, ich muss schnell was machen, gut. Ja. Nimm deine Baseball. Nein, der verkehrte Riegel, nein. War die vorhin kurz in Ark drin, oder was? Nö. War hier einer Schreifer wegen, ihr könnt die Kisten aufmachen. Ach, das war in Dem drin. Du hast als Überlebender die Funktion, Schlüssel zu finden. Und die können überall versteckt sein, die können in Kisten sein, die können in Öfen sein, überall halt. Okay. Scheiß Zeitdruck. Ertrinke. 5 kriegst du abgezogen pro Runde. Naja, der ist doch hin. Und wenn du rauskommst, dann. Jetzt kommt er nicht mehr raus. Nein! Wie hieß denn eigentlich dieses Spiel? Hieß das Frontschweine? Frontschweine war richtig geil. Das war richtig geil, ja. Für PlayStation und so. Aber da hast du auch irgendwo mal Sudden-Death-Modus gehabt und so. Und das war ja im Prinzip wie Lemmings quasi, oder wie. Nicht wie Lemmings, wie hieß denn das andere Spiel mit dem Abschießen? Das war doch Worms, ja klar, genau. Worms in anders quasi, genau. Na, was kommt jetzt nochmal so Metallschwein? Gibt's das auch auf dem PC? Mal gucken. Frontschweine müsste auch auf dem PC hingeben, ja. Jetzt hab ich nicht, weil das wäre cool. Ich hab's ja für ein PC. Hey? Nee, hast du nicht, ja. Aber ich wollte es eigentlich mal aufheben, aber die Kante geht dann weg. Und tot. So, einer noch. Herr Venom, einer noch. Ja, du Profi, ich Noob. Nee, Elch ist Profi. Du hast ja gesehen, wie Elch sich da immer hochhangelt und so, und, ja. Und das ist so krass. Der springt und auch im Sprung haut er dann dieses Ninja Drop raus. Schau, nee, schau, für dich nicht mal. Schau, für dich. Ja, das soll mich ja killen. Nein, spring nicht weg. Mann, ist das nass, reicht halt nicht. Nee, jetzt viel früher da reinlenken müssen. Ach, Physics aus.
muss halt die Kante um.